mal die Rahmendaten. Erstens, noch 6 Wochen bis zu den Fashion Days. Zweitens, wir brauchen so schnell wie möglich ein Showkonzept, das sich bis dahin realisieren lässt. Und drittens, dieses Showkonzept muss so spektakulär sein, dass die Leute unsere Skandale der letzten Wochen vergessen. Dafür haben wir doch jetzt Tore Hellström. Und ihm dann direkt wieder einen finanziellen Maulkorb angelegt. Du warst auch dafür, dass wir ihm und Rebecca eine Controllerin an die Seite stellen. Ja, ich weiß, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es richtig ist, wenn ihm jemand auf die Finger guckt. Aber Fakt ist doch auch, wenn wir eine sensationelle Show wollen, dann müssen wir auch bereit sein, sensationell zu investieren. Das Thema hatten wir bereits. Unsere einzige Möglichkeit, kurzfristig an eine größere Summe zu kommen, ist, unseren Anteil am Maskenfonds zu verkaufen. Dann sollten wir genau das tun. Okay, meinetwegen. Du weißt, dass wir Ansgar in die Entscheidung mit einbeziehen müssen. Sebastian von Lahnstein hier. Wir würden gerne einige Anteile aus unserem Firmendepot verkaufen. Den Askan-Fonds. Ja, ich warte. Wie bitte? Verstehe. Ja. Danke. Auf Wiederhören. Was ist los? Die Anteile wurden bereits verkauft. Gestern. Was? Von wem? Von Ansgar. Du weißt also auch nicht, was es mit diesem Verkauf auf sich hat? Nein, ich habe keine Ahnung. Er hat dir gegenüber in den letzten Tagen nichts erwähnt? Dass er eine Investition plant? Nein. Wo steckt er überhaupt? Also Justus sagt, er ist auf einer Geschäftsreise. Tja, oder er ist abgetaucht. Vielleicht möchte er mit dem Geld neu anfangen. Irgendwo, zusammen mit Frau Baumann. Ja, hat sie sich endlich bei ihm gemeldet? Nein, ich weiß es nicht. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass er alles hinter sich lassen will. Normalerweise würde ich ja sagen, das Geld aus dem Fonds ist ein geringer Preis dafür, dass wir Ansgar endlich los sind. Aber doch nicht jetzt in dieser Situation. Was denkt er sich? Ich meine, der kann sich doch nicht einfach aus dem Familienvermögen bedienen, wie es ihm gerade passt. Und du hast versucht, ihn zu erreichen? Ach, immer nur die Mailbox. Ich werde mal auf seinem Schreibtisch nachsehen. Vielleicht finde ich da einen Hinweis. Irgendwas ist faul an dieser Sache. Was hast du vor? Ich hoffe, ich störe nicht. Was tust du hier? Das frage ich dich. Warum erzählst du Justus, du seist auf Geschäftsreise und dann räumst du nachts den Safe aus? Das geht dich nichts an. Ich glaube, es geht mich sehr wohl etwas an, wenn du heimlich unsere Aktien verkaufst. Hör zu, es ist nicht so, wie du denkst. Wie ist es dann? Darf ich? Du willst Yakamoto das Schloss verkaufen. Von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Das ist doch genau der gleiche Kaufvertrag, den wir damals mit ihm abschließen wollten. Moment. Du hast ihn neu datiert. Du willst den Deal hinter unserem Rücken abziehen?
Anfangs war ich ja noch gerührt von deiner Zuneigung für diese kleine Büglerin. Aber dass du uns jetzt alle hintergehen willst, um dir mit der Frau ein schönes Leben zu machen, geht mir ein bisschen zu weit. So ein Schwachsinn. Ich brauch das Geld. Wofür? Das kann ich dir nicht sagen. Gut. Ich schätze, den Rest der Familie wird auch interessieren, was du mit ihrem Zuhause vorhast. Hey, kein Wort zu niemandem, okay? Sonst. Ich habe keine andere Wahl. Vincent Berg hat Eva entführt. Verlangt 90 Millionen Lösegeld, sonst will er sie umbringen. Sebastian, mir ist völlig klar, was ich da von dir verlange, aber du darfst niemandem davon erzählen. Meinst du, ich guck dabei zu, wie du unseren Familiensitz verscherbelst? Soll ich vielleicht auch noch den Vertrag da unterschreiben? Ja, das wäre am einfachsten. Das ist doch nicht dein Ernst. Es ist mein voller Ernst. Wenn Berg nicht bekommt, was er will, ist Eva tot. Dann müssen wir eben die Polizei verständigen. Nein, auf keinen Fall. Wenn er das mitbekommt, macht er kurz einen Prozess. Niemand darf davon erfahren. Die Familie hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Und es geht um Königsbronn. Aber übernimmst du die Verantwortung, wenn Eva stirbt? Es ist Aufgabe der Polizei, genau das zu verhindern. Würdest du das genauso sehen, wenn er Tanja in seiner Gewalt hätte? Du hättest Ansgar mal sehen sollen, er war völlig fertig. Und zu allem fest entschlossen. Wenn ich ihn nicht erwischt hätte, der hätte tatsächlich das Schloss verkauft, ohne mit der Wimper zu zucken. Mal ganz abgesehen davon, dass es blanker Wahnsinn wäre, darauf zu vertrauen, dass ein Vincent Berg sein Wort hält. Diesem Typen, ich sag's dir, diesem Typen ist zuzutrauen, dass er das Lösegeld einstreicht und Eva trotzdem umbringt. Aber ich kann Ansgar schon verstehen. Wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde genauso handeln. Ich würde auch alles für dich tun. Alles. Danke, Justus. Gerne. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Morgen. Woher die gute Laune? Wenigstens ist er wieder ganz der Alte. Ich habe dich letztens gar nicht erkannt in deiner Jeans. Sie sind also von Ihrer Geschäftsreise wieder zurück. Mhm. Frau Baumann war nicht dabei? Nein, weiß ich nicht. Ich kann über was anderes reden. Wir müssen aber darüber reden, Ansgar. Nein, das müssen wir nicht. Justus, Sie können sich zurückziehen. Und sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht gestört werden. Überleg dir das ganz genau, Sebastian. Vincent Berg hat Eva Baumann entführt und fordert 90 Millionen Lösegeld. Das glaube ich nicht. Oh, ist aber so. Mein Gott. Und wie ihr sicher alle wisst, gibt es nur eine Möglichkeit, dieser Forderung nachzukommen, indem wir das Schloss verkaufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann doch gar nicht. Wir müssen die Polizei einschalten. Das ist auch meine Meinung. Nein, das müssen wir nicht. Berg hat gedroht, dass er Eva dann umbringt. Sich nicht so einfach geschlagen gibt. Aber dass er gleich jemanden entführt? Das Wie und Warum spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun. Wir haben es ja gerade erst versucht, diesen alten Kasten zu retten. Aber letztendlich ist es sowieso nur ein Haus. Wenn Berg Eva sonst was antut, müssen wir verkaufen. Wenn wir uns überhaupt sicher sein können, dass Berg sich an seinen Teil der Abmachung hält. Das können wir nicht. Wir müssen die Polizei einschalten. Auf gar keinen Fall. Vielleicht könnten wir Frank fragen, Charlies Mann. Ich meine, der würde doch nichts verraten, wenn wir ihn darum bitten. Na toll, wenn er nichts verrät, dann kann er uns auch nicht helfen. Außerdem bräuchten wir keinen Kommissar, sondern eine ganze Sondereinheit. Ja, oder Interpol. Vielleicht hat Berg Eva schon längst außer Landes gebracht. Verdammt nochmal, habt ihr irgendwas auf den Ohren? Wir können niemanden einweihen, weder Charlies Bullen noch sonst irgendjemand. Allein die Tatsache, dass ihr Bescheid wisst, reicht vielleicht schon, dass er... Er hat recht. Berg ist unberechenbar. Wir haben es ganz allein Eva zu verdanken, dass wir überhaupt noch in diesem Schloss sitzen. Sie hätte sich bereitwillig für uns geopfert. Und jetzt sollte es zu viel verlangt sein, dass wir dasselbe für sie tun? Was gibt's? Verzeihung, ich wollte wirklich nicht stören. Gut, ich komme raus. Graf, ich...
Justus, ich weiß, Sie würden niemals an einer Tür lauschen, aber haben Sie irgendwas zufällig von diesem Gespräch da drin mitbekommen? Kein Wort. Und wenn Sie wünschen, schwöre ich, dass beim heiligen Adelmus, dem Schutzheiligen der Hausangestellten. Nein, nein, nicht nötig. Worum geht's denn? Ich wollte um die Erlaubnis bitten, mich für einen privaten Besuch einige Stunden vom Schloss entfernen zu dürfen, wenn Sie mich nicht mehr benötigen. Nein, nein, machen Sie nur. Kein Problem. Haben Sie herzlichen Dank. Denn die ist völlig unschuldig in diesen ganzen Mist hier reingeraten. Sebastian von Lahnstein hier. Ich bräuchte Ihre Hilfe. Die Polizei, die hat doch Erfahrung mit so etwas. Ich meine, wenn es eine Möglichkeit gibt, Frau Baumann da rauszuholen, dann doch nur mit Profis. Sobald Eva in Sicherheit ist, bin ich sofort dafür, ihm die Polizei auf den Hals zu setzen. Meinetwegen ein Killerkommando, aber keine Sekunde früher. Du darfst jetzt nicht denken, dass es uns nur ums Schloss geht. Doch, genau das denke ich. Wir können Berg einfach nicht trauen. Ja, denkst du, ich weiß, was im Kopf dieses Irren vor sich geht? Aber eins ist doch wohl klar. Berg wollte von Anfang an seine 90 Millionen. Nur wenn er die bekommt, dann lässt er Eva hoffentlich in Ruhe. Hoffentlich. Das Risiko bleibt. Ja, das musst du mir nicht sagen. Hier geht's um Evas Leben. Allein die Vorstellung, dass sie der Gewalt dieses Irren ist, dass er mit ihr machen kann, was sie... Das kann ich ja verstehen. Schön. Guten Morgen. Was verdammt nochmal? Guten Morgen. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Was hast du ihm gesagt? Hat irgendjemand Sie gesehen, als Sie das Schloss betreten haben? Nur die Angestellte, die mich reingelassen hat. Wollen Sie mir auch verraten, warum Sie mich hergebeten haben? Ich warne dich. Eine unserer Mitarbeiterinnen, Eva Baumann, ist entführt worden. Und der Entführer fordert Lösegeld. Ansonsten hat er angedroht, die Frau umzubringen. Idiot. Was denn? Die gesamte Familie war dafür. Alle hielten es für richtig, die Polizei einzuschalten. Alle, außer dir. Ja, weil du ihnen diesen Schwachsinn eingeredet hast. Aber eins sage ich dir, wenn Eva irgendetwas passiert, bist du verantwortlich. Und ich schwöre dir, dann mache ich dich fertig.